Hi, vor einigen Jahren habe ich für das ZDF Kika ein ganz tolles Format mit Marti Fischer machen dürfen. Und zwar leider lustig und später leider laut. Da durfte ich Drehbücher schreiben und inszenieren. Und heute spreche ich mit euch über zwei Clips, die ich für diese Sendung machen durfte und wie die entstanden sind. Ich sollte einen Horrorfilm-Trailer drehen für eine Kindersendung. Das ist ja gar nicht leicht. Man muss sich an relativ viele Sachen halten, damit der Horror nicht zu horrormäßig wird und alles noch im Bereich der Kindersendung stattfinden kann. Es soll ja den Kindern Spaß machen und sie nicht erschrecken. Das Grauen kommt auf lauten Sohlen. Ich hatte relativ viele Bilder im Kopf, ich wollte unbedingt, dass halt wirklich dieses schöne Licht von oben, dass wir viel Schatten haben, aber ich wollte auch, dass Nebel durch ein Türloch kommt. Und das Ding ist halt, man kann Nebel ja nicht einfärben, außer man beleuchtet ihn. Ich meine, ihr seht euch hier die ganzen Bilder an, das ist schon so sehr auf diese Horrorstimmung gebaut. Hier hängt auch schon der erste bayerische Hut. Und lässt sich durch nichts aufhalten. Wir laufen über den malerischen Teufelskamm. Die ganzen Ferien. Und natürlich. Also hier sieht man ja auch, wir sind mit einer Fisheye-Linse sehr nah an seinem Gesicht. Ich glaube, es waren 16 mm. Das ist der Schauspieler Frank Schneider. Haben ihn nochmal richtig schön mit einem fetten, fetten grünen Licht angeleuchtet. Aber dafür gesorgt, dass das grüne Licht nicht nach hier hinten spillt, sagt man im Englischen. Also das ist halt das Weiß im Raum nicht befleckt, sondern wirklich nur der Schauspieler angeleuchtet. Es ist gar nicht so einfach, aber man sieht es ja auch schön, es hat gut funktioniert. Ne? Alles hinten ist schön sauber geblieben, nur er steht halt im grünen Horrorlicht. Genau, und das Schwierige ist natürlich Horror für Kinder. Es muss immer lustig sein und es muss eingeordnet werden. Das heißt, der Horror darf das Kind nicht erschrecken. Und das war auch die große Herausforderung bei diesem Clip. Ich habe auch eine richtig coole Überraschung für dich. Es gibt etwas, was sehr wichtig ist bei solchen Produktionen und das gibt es auch bei anderen Produktionen. Und zwar ist es, du brauchst ein Korrektiv. Ein Korrektiv ist in dem Fall hier das Kind. Der Vater ist gruselig und düster und dieser Horrorurlaub wird vorgestellt. Aber immer wenn wir den Jungen sehen, hat er keine Lust. Er verschlägt die Hände vor den Augen. Alles Sachen, die man auch aus Horrorfilmen auch kennt. Aber er macht es halt nicht mit Angst, sondern aus Genervtheit. Und dadurch ordnet er den Horror für den Zuschauer ein und die Zuschauerin. Das ist das Korrektiv. Hier kommt gleich ein weiterer Horrorfilm-Trope. Und zwar wollte ich unbedingt so Monsterarme einbauen. Geht natürlich nicht in so einer schönen kleinen Geschichte. Ich habe aber eine Möglichkeit gefunden, das zu machen. Nordic Walking Stick! Ach nee, Papa. Hier haben wir das Korrektiv. Ne? Er ist völlig entspannt. Der hat keinen Bock. Ach, Papa, nervt doch nicht. Die Stücke habe ich selber... Ich habe mich selber bewegt. Ich wollte das unbedingt selber machen. Juhu! Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Wir haben für diese Szene, die gleich kommt, in der Marti auftaucht, ich glaube 500 schlechte Eier gepellt. Und zwar haben wir von einem Bauernhof Eier bekommen, die abgelaufen waren und nicht mehr verkauft werden konnten, die wegschmeißen wollten. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Hier nimmt er das Ei. Und jetzt wird geschnitten. Und natürlich hat Frank ein anderes Ei gegessen, als er aus der Badewanne genommen hat. Deswegen ist es keins von den abgelaufenen Eiern. Wir essen ausschließlich hartgekochte Eier. Und bis es losgeht, machen wir uns mit den Gepflogenheiten der Einheimischen bekannt. Und hier ist er, ne? Der klassische Zombie-Hand aus dem Boden. Grüezi miteinander. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, Marti war so, so müde. Das war ein ganz, ganz langer Drehtag. Wir hatten an dem Tag schon was anderes gedreht und dann diese gesamten Horrorfilmszenen. Und wie der immer wieder abliefert, auch wenn er schon so müde ist, immer wieder beeindruckend. Der neue Horrorfilm Wander. Sommerferien. Aber in den Bergen gibt's doch kein Netz. Dummerchen. Und die Fortsetzung Wanderurlaub ohne WLAN. Das Wichtige ist natürlich, dass das Kind bis zuletzt wirklich einfach keinen Bock hat und dass es nie Angst hat. Dann funktioniert das auch mit dem Horror für Kinder, also, oder in der Kinderserie etwas horrormäßig
zu gestalten. Leider lustig, leider laut, war eine super, super coole Zeit. Wir haben viele schöne Sachen gedreht. Ansonsten, Marty Fischer kennt ihr ja, ganz toller YouTube-Kanal. Checkt den auf jeden Fall mal aus. Und sonst sehen wir uns im nächsten Highlight.